Linguistik in 60 Sekunden, drei kleine Kardiologie. Ich suche nach einem eingängigen Beispiel, an dem man die wichtigsten Lautentwicklungen der germanischen Sprachen deutlich zeigen kann. Vor sich sehen Sie die Deklinationsübersichten für das Wort Herz in verschiedenen Sprachstufen des Deutschen und anderen Sprachen. An diesem Beispiel können Sie zum einen wunderbar die Merkmale der ersten und zweiten Lautverschiebung zeigen, also Lautwandelphänomene auf der Ebene des Konsonantismus illustrieren. Zum anderen können Sie auch wichtige Entwicklungen auf der Ebene des Vokalismus zeigen. Da wären zunächst die Festlegung des Initialakzents im Germanischen zu nennen, die unter anderem die sogenannte Abschwächung der Nebensilben von Vollvokalen mit Tendenz zum unbetonten E zur Folge hat. Die Nebensilben werden zum Neuhochdeutschen hin ganz abgebaut, das heißt am Wortende apokopiert oder in der Wortmitte synkopiert. Schließlich lassen sich Beziehungen zu anderen germanischen Sprachen zeigen, die die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht haben und die aus diesem Grund gemeinsame sprachliche Merkmale aufweisen, sogenannte Ingvionismen, abgeleitet aus der Bezeichnung Ingvione nach Plinius und Tacitus für die germanischen Stämme im Nordseeraum. Die verwendeten Übersichten finden Sie in einer Infografik im Kommentar verlinkt.